Hallihallo, hier ist wieder Kurasu. Wir sind zurück in Graveyard Keeper. So, ich habe längere Zeit wieder nicht aufgenommen. Genau, wir hätten das Fisch besser angeln können. Wir hatten das Gemüse für den Händler. Heute ist erstmal die. Hat mir jetzt schon gepredigt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, heute hat mir schon gepredigt, ne? Kann das sein? Ich möchte meinen, ja. Ich schaue schnell mal nach. Ja, den Öl besorge ich schon noch, Esel. So. Ergebnis fehlgeschlagen. Hä? Habe ich noch nicht gepredigt? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ah, okay, nächstes Gebiet ist wieder verfügbar. Okay, dann haben wir gepredigt. Da war ich mir jetzt irgendwie gerade nicht mehr sicher. So, dann soll ich angeln? Er hat gesagt, es soll schon dort geangelt werden am See. Weil das andere hat nicht die Qualität, aber es war nicht der richtige Fisch. Heißt, wir wollten mal schauen, ob wir eine bessere Angel kriegen. Dafür wollte ich einmal hinter und dann wollten wir angeln. Logisch. Vorher den Fisch verzehren oder währenddessen den Fisch verzehren, damit wir besser angeln. Genau, das war so ungefähr der nächste Plan. Ja. Ich hätte vielleicht unten die Tunnel nehmen sollen, fällt mir gerade mal so auf. Ich möchte meinen, das ist ein bisschen schnellerer Weg. Aber nun gut. Ich glaube, ehe wir da sind, ist Nacht und die Leute stehen eh nicht mehr da, ne? Ach, Mann. Ich versuche es mal trotzdem. Vielleicht schaffe ich es ja doch, rechtzeitig da zu sein. Wenn nicht, dann halt am nächsten Tag. So, müsste jetzt hier runter sein, oder? Ja. Sind wir schon mal richtig. Jetzt muss nur noch Typi dastehen. Dann haben wir es geschafft. Ja, er steht noch da. Oh, sehr schön. Einfache Angel. Ist die jetzt besser als meine? Ich weiß nicht, was für eine ich habe. Ah, Hilfe. Was für eine habe ich? Charakter? Einfache Angel. Also genauso. Muss ich mich also erst verbessern? Da unten hat eine andere Angel. Ich muss ihn also allmögliche Fische bringen. Gründling, genau, den konnten wir da angeln. Dann bringe ich ihn eher die Fische. Frosch, okay, man findet noch Frösche. Damit ich mir die bessere Angel holen kann. Dann ist das wohl erstmal meine Aufgabe. Gut. Gut, gut. Interessant, dass wir ihn die Fische bringen müssen. Er ist auch selber Angler. Das finde ich ein bisschen komisch, aber okay. So, was ich dann auch noch machen möchte, ist so, dass wir es auf der Schnellleiste haben. Dass er für nicht extra ins Menü muss. Und dann wollten wir angeln am Teich. Denn da soll es den Fisch geben, den er haben möchte. Okay, sind einfach mal lose Blumen. Hatte ich auch noch nicht. Jetzt glaube ich nur, ich bin zu weit. Oder? Nee, bin ich richtig abgebogen. Mensch, dass ich das mal hinkriege wieder. So, angeln. Auswerfen. Huch. Ging mir fast schon so schnell. Da war wieder nichts. Okay. So. Hier hinten haben wir noch 100%. Vielleicht muss ich den Fisch holen. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja ein anderer. Ja. Hui, und es ist wieder ein Gründling. Ach, das gibt's doch nicht. Da hinten habe ich noch 11%. Da brauche ich echt erst bessere Angel, damit ich besseren Fisch holen kann. Na, ich versuche mal hier bei diesen 11% zu angeln. Den kriege ich entweder den Gründling oder den anderen. Der andere soll mir ja auch genügen. So. Vielleicht ist ja der, den wir mit 11% kriegen.
Wenn nicht die Gründlinge wiederum, die wir bekommen, können wir beim Typi verkaufen. Damit schalten wir uns irgendwann die andere Angel frei und dann haben wir da vielleicht ein paar Prozente mehr. Ja, ich glaube, das klingt soweit alles ganz logisch. Angeln wir heute mal ein bisschen, ne? Was kenne ich? Bei den Angeln vergeht ja die Zeit. Man sieht das jetzt nicht so richtig. Müssen wir machen, ob es dunkler wird. Weil wenn dabei auch die Zeit vergeht, dann ist ja gut. Wenn nicht, dann wäre ein bisschen doof. Nee, ich glaube, da vergeht gar nicht die Zeit, ne? Es brauchen wir Energie, aber keine Zeit. Oh Gottchen. Ich esse auch gleich meinen Fischteller. Ich würde sagen, jetzt müsste energietechnisch... Ja, steht ja immer nur 11%. Hat sich ja gar nichts geändert an der Prozentzahl oder ändert sich da was anderes. Oder man sieht es halt nicht, dass die Prozentzahl sich ändert, weil die fix ist. Aber im Hintergrund, ne, gibt es dann doch einen Bonus. Ne, irgendwie, ne? Oh, jetzt zeigt er wieder an, dass er angelt, aber er angelt nicht. Ach, das ist doch auch doof. Na gut. Will ich mich davon mal jetzt nicht abhalten, weiter Fische zu fangen? Oh, ein Gründling, wer hätte das gedacht? Na gut. Man muss auch die kleinen Fische fangen, ne? Wenn ich mich jetzt wirklich frage, was der Fischteller verbessert, weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich besser Fische fange. Ich habe echt wenige bis jetzt dafür, dass ich ja diesen Buff drauf habe. Ich habe irgendwie jetzt nicht das Gefühl, dass es besser ist. Na gut. Versuch, mach klug. Vielleicht wird ja irgendwas verbessert, was ich bis jetzt nicht geschickt habe. Das heißt, die flüchten nicht so schnell. Vielleicht meinen sie denn, wenn ich ihn überhaupt erst gefangen habe, dass er mir nicht so schnell von Haken geht. Vielleicht ist der grüne Balken jetzt größer. Aber ich weiß nicht, wie groß er beim letzten Mal war. Wie gesagt, Aufnahme ist jetzt wieder ein bisschen her. Da habe ich jetzt nicht so... das genau im Kopf, wie das war. Naja, gut. Was passiert, wenn ich den zweiten Teller esse? Wird denn die Zeit addiert, oder? Ja, den zweiten brauche ich gar nicht esse. Ich habe noch mehr als genug Zeit mit dieser Verbesserung. Die geht immer nur 2 Minuten. Scheinbar stoppt er die Zeit auch, während wir angeln. Das finde ich gut. Da kann man die besser ausnutzen. Das ist jetzt ein paar Sekunden runter. Ach man, komm schon. Irgendwie das Gefühl, es wird nix. Na, komm schon. Ach, keine Energie mehr. Och, herrlich. Was habe ich? 2 Fische? 3. Wow. Das ist jetzt nicht viel. Hier kann man Eier kaufen, ne? Ja, frische Eier. Oh. Lol.
Das wird irgend so eine vom PC. So. Frische Eier und Federn. Ah, okay. Da brauche ich nicht mal einen Händler für, die sind dann einfach so da. Das ist ja auch cool. Ich hätte so einfach mal instant Omelette machen gelernt. Das ist auch gut. Zeig mir ein paar Eier. Ich sag dir, was ich daraus kochen kann oder so. Hm. Nun gut, nun gut. Das Dorf ist sicher, ne? Das ist schön. Sieht man da oben was vom Buff das ist? Ne, hier sieht man es, ne? Fische entwischen dir nicht so oft. Ja, was heißt das? Hm. Hat mir gefühlt beim Angeln jetzt kein bisschen geholfen. Okay. Macht Sinn, die da jetzt reinzupacken? Eigentlich nicht, oder? Na, lassen wir mal. So, Eisen. Brauchen wir jede Menge in Zukunft. Immer schön einsammeln. So. Baumaterialien. Ich weiß gar nicht, Blumen waren drüben beim Friedhof. Ja, dann schlafen wir jetzt eine Runde. Würde ich sagen. Gut's Nächtle. So. Heute ist die Dame. Das müsste der Händler sein. Also morgen der Händler. Den kriegen wir hin, würde ich sagen. So. Wenn ich so ein paar Nahrungsquellenwesen noch hätte. Würde ich ja ein bisschen was auf Vorrat irgendwie versuchen zu sammeln. Nahrungsquellen. Ich müsste doch auf den Feldern sonst was alles inzwischen wieder haben. Da war ich ja auch schon länger nicht mehr. Ach du meine Güte. Meine Felder. Ja, hab ich schon wieder ganz vergessen. Ja, da könnte ich einiges an Nahrungsquellen haben. Ja, mal schauen, wie weit die sind. Ja, sind wahrscheinlich fertig, ja. Hoppala. Zack. Ja, ich hätte es wirklich ganz vergessen. Kampf brauchen wir auch später. So. Ein paar Leckerotchen, ne? So. Du weiter Kompost. Du weiter düngen. Pflanzen. Düngen. Pflanzen. Düngen. Pflanzen. Düngen. Nicht genug Pflanzen. Weizen. Ja. Düngen. Was auch immer du noch machst. Ach ja, der Hanf, ne? Jetzt machst du Weizen. Düngen. Ne, aber auch nur drei. Lagern wir mal alles an eine Stelle, dann sieht man es besser. Dann zeige ich natürlich hier viel zu viel. Ach man, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen unklug. Und bei der Händler ist erst morgen. Ja, so viel schleppen wir jetzt in der Metall nicht rum, das geht schon klar. Nehmen wir jetzt jeweils drei, außer Kohl. Kohl können wir noch einmal anbauen, siehst du mal. Kohl. Wo haben wir den Kohl? Da haben wir den Kohl. Fertigen, siehst du mal. Haben wir doch noch was. Gibt es inzwischen ein paar Beeren wieder. Die nehmen wir mal mit. Ist da was im Busch? Sieht komisch da aus. Hört mich an. So, morgen ist der Händler. Heute wollen wir nochmal angeln, würde ich sagen. Nehmen wir ein paar Fische mehr als die drei. Ja. Und mit dem bisschen mehr als den drei Fischen, die verkaufen wir und hoffen wir, genug für die Angel zu haben. So ist jetzt erstmal der Plan, würde ich sagen. Madame, bitte stehen Sie nicht im Weg. Vielen Dank. Eigentlich hätte ich jetzt Essen mitnehmen können, fällt mir jetzt wieder auf. Alles wird in die Ruhe gepackt, oder? Nee, die Karotten nicht, ne? Nee, doch, die Karotten habe ich noch. Ich könnte hier mit Karotten essen, siehst du, da habe ich doch ein bisschen was für die Energie dabei. Sehr schön. Aber erstmal die Bären weggesnackt. So. Heute ist 80 und 20. Ah, das ändert sich von Tag zu Tag. Es gibt also Tage, wo man besser angeln kann, Tage, wo man schlechter angeln kann. Verstehe.
Also ist der Tag davon abhängig, wie gut man angeln kann. Bei Finn war es ja irgendwas und 11%. Also müsste ich theoretisch jeden Tag hierher kommen und gucken, wie die Prozentzahlen sind. Ach du meine Güte. Das ist natürlich dann auch heftig. Warte mal, ich habe den Buff eh nicht mehr drin, dann gebe ich mir den schnell. Ich will wissen, dass diese 20% sind. Wahrscheinlich genau den Fisch, den wir brauchen. Letztens war es nur 11%. Wir haben ja jetzt 9% mehr Wahrscheinlichkeit, den zu kriegen. Und, da kommt direkt sogar ein Fisch hin. Es ist der Gründling. Ach, Mann. Ah ja, die verkaufen wir dann. Ist jetzt nicht umsonst der Fisch. Den können wir dann halt verhökern. Direkt beim ersten Mal ziehen, das ist echt gut. Und noch ein Gründling. Ja, heute angeln wir schon ein bisschen besser, ich das Gefühl. Schaden kann es ja nicht, ne? So. So, aber an der Stelle würde ich mal die Folge beenden. Wir werden dann gleich weiter angeln in der nächsten Folge, den Fisch verkaufen, außer wir finden den guten Fisch. Ich mach mal so, dass die Zeit nicht weiterläuft. Ja, also Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss!